Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem neuen Part Minecraft Armor mit dem Zwergenfürst. Es ist so ruhig hier. Zu ruhig. Es ist nachts draußen. Ein Schweinchen. Ja. Alles klar. Monster irgendwo hier. Das ist viel zu ruhig. Schwein. Ich glaube, wir gehen mal schlafen hier. Dass wir hier nicht in der Nacht überrascht werden. Macht es sich doch dann schon viel besser. Ja, wir werden eh unter Tage ein bisschen arbeiten. Oh, Spinne. Am Tag. Wie das? Na, tot bist du. Ein Seil. Ja, heute mal ein bisschen weiter Gänge graben. Es wird wohl noch ein paar Parts dauern. Ja, hier hatte ich die Idee, vielleicht könnte man das einrichten. Hier geht es eh schon ein bisschen weiter runter. Oder machen wir es ein bisschen weiter hinten. Hier vielleicht so, dass man da so ein bisschen hier im Zentrum des Dorfes so ein bisschen eine Arena hat. Dass man da vielleicht einen Eingang hat, der von oben nach unten geht. Eine Leiter irgendwie von... der sich bis runter gräbt, aber ich glaube, wir machen erstmal ein bisschen Gänge und dann wir kommen erstmal in die Gänge und dann schauen wir mal, wo wir den Mittelpunkt finden. Hier ist mein Creeper explodiert, deshalb ist hier noch Lochartiges in der Mitte. Ja, hier ist ein See. Ja, was machen wir als nächstes? Ich glaube, wir gehen erstmal zum Gang hin und versuchen mal was zu graben. Ich würde sagen zur Taverne, so vom Haus, von meinem Keller bis hin zur Taverne. Das könnte ein bisschen, ist das tief genug? Die Taverne liegt schon ziemlich weit unten. Ziemlich tief unten. Da könnte es ein bisschen kritisch werden. Sich dadurch den ganzen Berg nach unten und dann aus dem müsste man wahrscheinlich ein bisschen erstmal Richtung Mitte graben und dann zur Taverne. Aus dem sind das noch nicht alle Häuser, die wir bauen werden. Ich werde viel unter der Erde machen, aber einiges soll noch über der Erde noch passieren, deshalb sollte man vielleicht noch nicht alle Gänge machen. Dass vielleicht noch was Platz hat. Jetzt ist mir ein bisschen schwindelig geworden. Zu viel gedreht. Hier im Spiel. Ich glaube ja, hier kann man so lang gehen. Hier kann man einen Gang rein platzieren. Oh, mit Kohle. Ja gut, da sind wir ein bisschen weit runtergefallen. Das war jetzt nicht so mein Plan, hier nach Kohle zu graben. Aber hier gibt es tatsächlich einiges an Kohle. Ein bisschen Kohle zu finden. Das nehmen wir dann natürlich mit, wo wir schon mal da sind. Ist es nicht schlecht. Müssen wir dann durch Bruchstein ersetzen. Achso, hier wollten wir den Gang haben. Ist gar nicht mehr so richtig ersichtlich, wo der Gang lang gehen sollte. Ja, da lang sollte der gehen. Nein,
die soll nicht geschlossen werden. Ach Mensch. So hier die Wand. Die Wand zu machen. Und dann können wir hier weiter. Ja. Na dann. Voran. Hier ist schon Erde. Kommen wir jetzt hier in die Luft oder? Ja, schaut so aus. Okay, hier geht das lang. Okay, da sind wir wirklich noch ein bisschen zu hoch. Müssen wir noch ein bisschen tiefer. Das sollte vielleicht nicht so sein, dass es hier in die Luft geht. Und der Gang sollte doch verborgen sein. Das wäre vielleicht besser. Wenn unsere Geheimgänge hier unter dem Berg versteckt bleiben. Dann grabe ich mich wohl ein bisschen runter. Die Spitzhacke ist auch bald vorüber. Ja. Na dann. Eine Verbindung zwischen meinem Haus und der Schenke ist auf jeden Fall ein Muss. Auf jeden Fall. Ein Zwergenhaus, ein Zwergenfürstenhaus und dann der Weg zur Schenke. Ja, natürlich. So, tiefer. Alles klar. Ich denke, da kriegen wir eine kleine Treppe hin. Läuft jetzt ein bisschen parallel zur Cave. Zu der Cave. Aber ja. Ich nehme mal ein bisschen Fackelchen hin. Eine kleine Fackel. Und dann noch ein bisschen weiter runter. Nicht zu weit runter. Ja, vielleicht. Ja, ich glaube, hier sind wir schon richtig. Können wir ein bisschen weiter. Hier dürften wir gleich Kohle. Oh nein. Nicht abgraben, Zwergi. Das ist heute nicht dein Job. Obwohl, können wir nicht einfach so liegen lassen. Ach, verdammt. Nehme ich mir halt ein bisschen Kohle mit. Ist halt so, wenn man unter der Erde ist und auf eine Kohlemine trifft. Da muss man es natürlich mitnehmen. Kann man nicht stehen lassen. Wird halt ein Kohlepart oder was? Dann müssen wir einen Kohle-Song dafür einstellen. Im Hintergrund oder was? Nee, mach mal nicht. Aber gut. So, das mal wieder zubauen. Bruchstein. So. Alles klar, dann können wir hier im Gang weiter. Wäre vielleicht auch mal gut, jetzt mal zur Seite. Nach links. Sonst kommen wir noch auf der anderen Seite auf dem Berg raus. Ja, hier vielleicht. Vielleicht kommt man hier weiter. Hier ist schon Erde. Frag mich, auf welchem Level wir sind. Auf welchem Erzniveau. Scheinbar ganz oben. Sonst würde hier nicht die Erde sein. Ja, mal schauen. Darauf brauchen wir eigentlich die Spitzhacke hier für die Erde. Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Da können wir auch einen Faden nehmen. Eine Schaufel müssten wir uns mal machen. Das wäre ganz gut. Und wieder Kohle. Ah Mann. Spitzhacke ist fast vorüber. Und wir graben immer weiter Kohle ab. Vielleicht zerbricht die Schaufel und dann. Nicht die Schaufel. Spitzhacke und dann ist es vorbei hier mit Abgraben.
Man kann es ja nicht liegen lassen, ja. Wo wir schon mal da sind. Der Weg soll ja dann auch nicht ablenken. So ist es ja. Man soll ja dann nicht stehen bleiben und Kohle abgraben, sondern man soll die Gänge als solche nehmen. Als Verbindungselemente. So, ich frage mich, wo wir hier gleich rauskommen. Oder ob wir überhaupt rauskommen. Wir müssten längst unter der Schenke hindurch sein. Vielleicht kramen wir uns gerade zum Orguiana-Tunnel durch. Okay, hier ist Kies. Noch mehr Kies. Jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Und das Eisen wird auch langsam knapp. Ja gut, ich glaube, wir sollten zurückgehen und mal ein bisschen was holen. Aber wir sollten uns vielleicht unten, also von oben nach unten graben. Das hat bisher auch immer geholfen, dass man halt ja mal von der Schenke runtergräbt. Und dann vielleicht herausfindet, wo man denn im Gang landet. Wäre vielleicht eine gute Taktik. So. Ja, Holz ist hier noch keins. Was auf den Boden von der Schenke hinweisen könnte. Das ist verwirrend. Machen wir mal zu. Hier geht's lang. Ja. Wir könnten unter Umständen schon angekommen sein. So. Spitzhacke. Habe ich keine Mist dabei. Und eine goldene Schaufel habe ich. Ja. Mit Goldschaufeln graben. Ist nicht gerade die feinste Art. Muss man nicht machen. Ach man, jetzt habe ich da einen Stein gesetzt. Na komm. So, Spitzhacke. Da kriegen wir doch was hin. Eisenspitzhacke. Jo, da mal wieder was. Das Eisen mal zurücklegen. Haben wir nur noch 12 von. Müssen wir mal wieder auf Suche gehen. Obwohl. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Eisenerz. Warum schmelzen wir das nicht mal ein? Dann haben wir wieder ein bisschen was. Nein, die Fackeln wollte ich nicht. Hier das Golderz auch mal. Können wir gleich mal in den Ofen legen. Kohle haben wir ja jetzt wieder dabei. Haben wir jetzt ein bisschen was von. So. Eisen. Kohle. Na dann, mach mal. Das Gold sollten wir vielleicht nicht mit uns rumschleppen. Das zwischendurch mal wieder rein. Können wir nachher brennen. So, dann macht das, während wir hier weg sind. Achso, nach oben wollte ich. In der Nacht. Nicht sehr clever, aber ja. Kann man mal machen. Nachts draußen ist bei den Monstern eigentlich nicht so clever. Nicht so intelligent. Jo. Rennen in die Spelunke. Taverne. Kneipe, nennt es wie ihr wollt, sondern hier runter vielleicht. Graben wir uns ein kleines geheimes Loch. Da kommt eine Falltür rein. Eine Treppe. Kohle. Ja, ist heute ein Kohleparts. Ja, eine Leiter und eine Treppe kommt hier noch rein. Ja. Brechen wir gleich durch oder wo werden wir? Dort sind wir eigentlich Richtung. Dort ist eigentlich Richtung Haus.
Das heißt, prinzipiell müsste man hier mal auf die Wand dann stoßen. Oder wir müssten uns dort noch weitergraben. Ich glaube, dort noch lang. Oder ich grab jetzt hier aus Versehen den zweiten Tunnel, der parallel läuft. Ja. Auch nicht schlecht. Na. Können wir ja alles wieder zubauen. Versuchen wir erstmal herauszufinden, wie wir hinkommen. So, Buddeleien. Und schon auf mehrere Kohleminen sind wir getroffen. Kohlevorkommen ist hier unter der Erde, unter meinem Dorf, nicht zu gering. Kohle findet man hier immer. Das ist nicht das Problem. Schon wieder zwei gesammelt. Tja. Vielleicht fallen wir hier gleich aus der... aus der Map fallen wir nicht, aber... hinten am Berg raus. Jo, wie ich sagte. Hier ist das Ende des Berges. Das heißt, der Keller müsste eigentlich hier irgendwo anfangen, oder? Irre ich mich da? Ich gehe hier vielleicht mal hoch, um zu gucken, wo ich überhaupt bin. Oh, doch, ziemlich weit unten. Das scheint schon, ja, das scheint schon ziemlich weit unten zu sein. Okay. Gut, gut. Oder nicht gut, da kommen wir nie auf das Tunnelniveau. Hier mal ein bisschen zubauen, um uns eine Buchstabe. So. Ja, dann vielleicht hier erstmal lang. Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite vom Haus. Was sollen wir machen? Das heißt, du musst dort räumlich gesehen, wenn man ein bisschen räumlich denkt, müssen wir eigentlich uns hier durchgraben und müssen dann hier irgendwo mal auf die müssen auf der anderen Seite von der Cave rauskommen. Oder? Ja. Wenn ich richtig denke, dann müsste das so sein. Tja, Planungen für Tunnelsysteme. Können wir ja erstmal so lassen hier. Okay, das sieht gefährlich aus. Ich habe keine Fackeln mehr. Wie kann denn das sein? Nehmen wir von hier welche mit. Ich muss mir also auch wieder ein paar Fackeln holen. Fackeln craften. Ja. Gut. Okay, ich dachte, da geht's runter. So sehr runter geht's da aber noch nicht. Na toll, jetzt habe ich Kies gesetzt. So. Einfach mal quer durch. Habe ich hier ein paar Gänge. Die einfach unsystematisch lang gehen. Kies. Gut für Feuerstein, aber. Ja. Bringt ja auch nicht viel. Kies im Inventar zu haben. Kann man noch in die Kiste voll Trick reinlegen. Wie viel Kies kommt denn da runtergesegelt? Holla. Eine Kiesgrube. Da sind wir wohl reingeraten. In eine Kiesgrube. Ja, hier ein bisschen weiter. Die Fackel nicht verschwenden. Solange ich noch was sehe. Ich sehe längst nichts mehr.
Okay, jetzt wird's wirklich zacke die Duster. Zappen Duster. Ja. Okay. Dann müssen wir gleich an der Höhle vorbei sein. Graben wir uns unten durch oder was? Nee, geht gar nicht. Da geht ja zwangsläufig ein Gang bis zum Grundgestein. Also wenn wir uns hier lang graben, müssten wir eigentlich ja irgendwann auf die Cave stoßen. Was denn? Endlose Gänge. Hoppala. Da bin ich gegen das Ladekabel gekommen, was die Kamera auflädt. Also nicht. Ja, muss halt nicht immer klappen. Gut, dass wir Leitern mit haben. Ja. Ist ja mal spitze hier im Dunkeln. Sich lang zu graben. Hier Tageslicht gleich. Oder nicht? Ja. Okay, dann lassen wir das hier erstmal ein bisschen offen. Wird hier noch gebaut. Au. Vorsichtig. Wo sind wir denn hier raus, genau? Wo sind wir hier gekommen? So, hinauf. Ein Lama. Abhang. Das sind die sogenannten Abhang-Lamas. Die viel gerühmten Abhang-Lamas. Okay. Da das Meer. Da noch ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle ohne Ende hier im Part. Das wird hier ein Kohleparts. Das ist schon längst ein Kohleparts. Und die Spitzhacke ist weg. Ja gut. Die nächste, die drauf gegangen wäre. Okay, jetzt sind wir ganz unten angekommen. Nicht das, was wir eigentlich wollten. Jetzt entfernen wir uns von der Heimat. Also wieder hinauf. Ich habe Kohle gesehen. Ja, holla. Ach, hier ist der Oguyana-Tunnel. TNT. Ich hole ein Feuerzeug, ich hole dein Feuerzeug. Dann springen wir das Ganze hier mal in die Luft. Reißt vielleicht einen Tunnel von uns ein, aber noch sind nicht so viele Tunnel da, die eingerissen werden können. Vielleicht springen wir erst den Oguyana-Tunnel weg, dann bauen wir unseren eigenen Tunnel. Oh ja, hier muss auch nochmal ein Turm hingebaut werden. Das kann mal das nächste Projekt werden, hier mal einen eigenen Turm hinzubauen, der nicht von den Oguyanern errichtet ist. Einmal was Eigenes schaffen, aus Stein, aus richtigem Stein. Müssen wir mal ein bisschen Stein brennen. Kohle haben wir ja genug. Dann bauen wir vielleicht einen Wachturm. Einen Aussichtsturm für das Dorf. Und irgendwann, das ist der Plan, da müssen wir auch noch eine Stadt bauen, um das Gebirge hier bauen. Kann ja nicht sein, dass die Oguyana hier einfach so reinschleichen können und kommen können, wann sie wollen und wieder gehen können, wann sie wollen. Kommen und gehen. Jetzt haben wir wieder 54 Eisen. 54, ja. So, dann mal ein bisschen Goldbarren brennen. So, Kohle. Haben wir noch ein bisschen, können wir ablegen. In der Kohlekiste. Ja, das reicht auf jeden Fall. Brennen können wir einiges an Stein. Ja. Okay. Was wollte ich gerade?
Mal gucken, wo wir sind. Ja, würde ich ja wahrscheinlich nichts erreichen, wenn ich mich hier noch weiter buddle. Ja, hier wäre die Höhle, die wir gegraben haben. Die kommt auch nicht viel weiter. Ja. Gut. Ein bisschen Ding gebastelt. Ja. Ich würde mal sagen, im nächsten Part mal nicht so viel Gänge gebastelt. Können wir mal im nächsten Part mal wieder was bauen. Zum Beispiel hier, ja, das Projekt Turm angehen. Ein Ausguckturm. Können wir mal in die Höhe bauen. Genau den. An der Stelle, wo mal der Ogrianeturm stand. Das klingt nach einem Plan für die nächste Folge, für den nächsten Part. Hier mal das Gold reintun. Ich habe mir gerade gedacht, bauen wir doch einen Turm aus Gold. Aber nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht zu prunkvoll sein. Nennersteine haben wir 13 mit dabei. Redstone haben wir auch noch genügend. Aber sowas von genügend. Den ganzen 64, ja, da können wir auch noch irgendwas. Muss ich mich mal damit belesen. Muss man sagen. Könnt ihr mir auch mal sagen, was kann man so mit Redstone machen? Ich bin noch kein Experte auf dem Gebiet. Redstone, da kenne ich mich noch nicht wirklich mit aus. Das ist nicht so. Ja, muss mal gucken, ob ich da was Schönes zu finde. Vielleicht ein paar Fallen oder so. Mal schauen. Jetzt brenne ich da ein bisschen Stein. Dann können wir was Schönes machen aus dem Bruchstein. Nicht aus dem Bruchstein, aus dem einfachen Stein. Vielleicht kriegen wir da so ein schönes Türmchen hin. Hops. Vielleicht ein bisschen baden gegangen. Stein. Ansonsten, was hätten wir für Steine? Ein Granit hätte ich ein bisschen, aber ja, das wäre, da müssen wir ein bisschen graben und holen und. Turm aus Granit kriegen wir nicht hin. Das ist, glaube ich, realistischer. Nur hier mit gebranntem Stein einen Turm bauen und dann vielleicht ein bisschen verschönern hier mit Keramik, blauem Keramik, orangenen Keramik. Ja, dann ein bisschen Granit, vielleicht kann man mal ein bisschen Sandstein, ja, mal schauen. So hinkriegen, ein paar Steintreppen. Ja, so sieht's aus. Dann würde ich mal sagen, haben wir heute ein paar noch ein bisschen gegraben und Kohle gefunden. Und dann der Ogoyana-Turm, der sah doch schon ziemlich spitze aus. Kriegen wir vielleicht was Anor-mäßiges, was man hier ins Dorf stellen kann, was auch sehr prunkvoll aussieht. Hier kann das doch sehr groß in die Höhe wachsen. Was auch über die ganzen anderen Gebäude geht, wo wir ein bisschen Überblick haben, dass wir auch die herannahenden Angreifer schon sehen, bevor sie da sind. Und dann könnte man da unten, ja, hier vielleicht, wo der Tunnel ist. Ach ja, ich würde ja ein Feuerzeug machen. Ja, gut, das mache ich dann vielleicht mal offscreen. Oder im nächsten Part. Ja, schauen wir mal, wie wir die Verteidigungsanlagen für das Dorf mal hinkriegen. Ja, hier auf jeden Fall das Feld ein bisschen bewachen. Sieh, auch da ist wieder was gewachsen. Da können wir auch mal wieder ernten. Was mit den Melonen passiert, ist mir auch ein Rätsel. Keine Ahnung. Jedenfalls Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal sitzt seid und ja kein weiteres Minecraft-Arno-Video mal mit dem Zwingenfest verpassen wollt. Oder kein anderes Video mehr mit dem Zwingenfest verpassen wollt. Habt's noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut da rein.
Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Das Hühnchen sagt Tschüss.